Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 444. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen hier die schöne Truhe und damit haben wir wieder schön Odins Marken. Und, komm schon, hier nochmal. Ah, cool, ich bin gerade kein Drachenreiter. Gut, das heißt, ich starte mal kurz das Game neu, weil es irgendwie nicht gecheckt hat, dass ich Drachenreiter bin. So, das sind wir hier und ja, ich glaube, es wurde uns gerade weggesneakt. Oh, geil! Ey, hier sehe ich uns richtig. Das Paket, da sehe ich uns richtig. Achso, ich habe nochmal in die Update-Infos reingeguckt, weil manche waren sich nicht sicher, ob jetzt der Spießenlauf-Bug gefixt wird oder nicht. So wie es aussieht, könnte es sein, dass der Spießenlauf wirklich, also der Spießenlauf-Bug wirklich gefixt wird. Nämlich dort steht, dass sie das gefixt haben mit dem, wenn du im Spiel auf die Tokens gehst und dann zurückgehst, dass du dann ins Rauchen kommst. Und genau das ist das, wie der Bug funktioniert. Das heißt, dass, wenn die das jetzt wirklich fixen, dann war es mit dem Bug. Dann gibt es den Spießenlauf-Bug bald nicht mehr. Ja, das wäre natürlich in gewisser Art und Weise ein bisschen schade, aber naja, gut, wäre dann halt so, kann man ja ändern. Ich meine, früher oder später findet man eh wieder einen Bug. Oder am Ende ist es gar nicht so weit gefixt, wie wir das denken. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Das war ja nicht bloß das mit dem hier Tokens und dann zurück ins Raufen. Es gibt noch andere Wege. Die kann ich euch dann erklären, wenn es soweit sein sollte. Kann ich euch das erklären, weil es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man den Bug auslösen kann. Jetzt nicht bloß die Hauptmöglichkeit, die ich euch schon mehrmals gezeigt habe. Gut, du kannst erstmal kurz Eisen sammeln gehen. So, wir haben ja wieder ein paar zum Füttern, die können alle erstmal wieder los. Du auch hier, genau, wunderbar, oder auch nicht. Habe ich noch ein bisschen Holz? Ja, Holz habe ich noch, sehr gut. Gut, dann kannst du jetzt ins Training, dann können wir dich noch füttern. Du kannst erstmal wieder, nee, kannst nicht, okay. Dann halt nicht. Wie sieht es bei dir aus? Du kannst Training, genau. Der Kollege hier ist zurück, der kann jetzt auch erstmal Holz sammeln gehen. Genau, wir brauchen ja noch ein bisschen mehr. Mal sehen, ob der hier Titan wird. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Nope, leider nicht. Dann kannst du wieder ins Training. Wenn es noch reicht, ist die Frage. Ja, soll der noch reichen? Sehr gut. Schick mal den hier los und dann würde ich mal gucken. Oder würde ich mal sagen, wir können uns sonst erstmal nochmal auf die Beden hier konzentrieren. Aber der Überlebensspießenlauf, das wäre schon. Also das Paket würde ich gerne mal haben. So, du kannst los. Gerade das Paket haben wir auch zwei wieder. Damit sind wir noch 154. Das ist ganz in Ordnung soweit. Kann man so erstmal mitnehmen. So, jetzt öffnen wir das nächste noch. So, da haben wir das. Und es gibt... Was gibt es so? Es gibt Runen und Holz und Fisch. Sehr gut. So. Dann holen wir noch die zwei Legendären. Oder nehmen wir die noch mit. Einmal einsammeln und los. Dann haben wir noch den Kollegen. Der kann auch wieder los... Let's go. Die Reisedrachen können wir auch natürlich alle wieder losschicken. Dann haben wir noch Ehre, der kann wieder los. Können wir, ich glaube sogar... Oder können wir den überhaupt wieder losschicken? Es könnte ganz knapp sein. Da müssen wir mal schauen. So. Weiter. Rechts halten und gratis. So, jetzt der Kollege Hakenzahn. Auch einmal weiter. Und gratis. Und jetzt noch kurz und wirk. 12 Runen. Okay, nehmen wir mit. Dann Drachen und gratis. So, Season geht jetzt noch. Wie lange geht die Season? 5. Nee, ach komm, Leute. Das muss doch nie sein. Jetzt haben sie es wieder verlängert. Schade eigentlich. Na gut, du kannst los. Dann haben wir hier jetzt noch die 7 Aufgaben fertig. Alles nur tägliche Aufgaben. 3, 4, 5, 6 und 7 ist hier unten. Sehr gut. So, gehen wir hier raus. Dann, hier haben wir nur die Pakete. Das stimmt alles, ne? Hier ist nichts mehr Sinnloses drüber. Nee. So, gehen wir auf Event. Ich will trotzdem mal kurz schauen, wie es hier aussieht. Also drei Kämpfe, wie immer. Okay, passt das. Den haben wir gesagt, brauchen wir nicht unbedingt. Was gibt es hier unten? 300. Na gut, wir haben eigentlich alles, was wir haben, also brauchen wir es ohne machen. Da gehen wir gleich auf den Überlebensspießenlauf. Da gehen wir gleich auf den Kollegen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen.
Wäre schon geil. So ein Paket, also das würde ich gerne mitnehmen. Finde ich nice. So, gehen wir zuerst auf den Kollegen. Dann auf den. Schauen wir mal. Holen wir uns die ganzen Kollegen mal. So. Und so. Dann einmal heilen. Dann ist der alle. Also ist der schon mal weg. Jetzt holen wir uns den Kollegen. Sind natürlich wieder 6 Wellen. Müssen wir aufpassen. Könnte knapp werden. Dann müssen wir natürlich aufpassen. So, jetzt holen wir uns den Kollegen hier. Wieder mit Schwäche weg mit ihm. Schwäche, so. Weil damit kommt er nur einmal dran. Da kann er auch seine Dreierattacke nicht einsetzen. Damit leben wir alle sehr gut und zufrieden und lange. Jetzt einmal so. Jetzt Aktionspunkte sammeln und dann in die nächste Runde rein. Hier nochmal angreifen. Nochmal. Und nochmal. Und da ist er weg. Jetzt natürlich erstmal wieder den flüsternden Tod holen. In der Reihenfolge machen wir das. Kann man sogar wieder auf die Viererattacke vom Donnertrommler gehen. So. Als nächstes, jetzt haben wir wieder ein paar Aktionspunkte. Dann müssen wir demnächst mal gucken, dass wir dann. Witzig, ich nicht, ob wir mal in der nächsten Runde oder so mal wieder auf die Heilungsattacke vom Sturmschnitt gehen. Theoretisch könnten wir sie aber jetzt einsetzen, aber da hätten wir halt gar keine Aktionspunkte in der nächsten Runde. Das wäre auch blöd. Deswegen machen wir es einmal so. Sind wir hier in der neuen Runde. Geben wir hier einmal Schwäche. Dann lassen wir die alle angreifen und dann heilen wir uns. Weil jetzt haben wir ja nicht viel zum Heilen. Dann müssen wir noch ein bisschen mehr rankriegen. Damit kriegt man den dann auch weg hier drüben. Jetzt kriegen wir den mit der Heilungsattacke weg. Jetzt hätte ich mir eigentlich Stärke geben können auf meinen Donnertrommler. Naja, passt schon. So, jetzt einmal heilen. Damit ist Nummer 1 weg. Jetzt holen wir uns den hier, weil der hat auch eine blöde Attacke. Heilen uns gleich nochmal. So, jetzt wieder heilen. Genau. Und jetzt holen wir uns noch den Kollegen. So. Ist ja auch gleich weg. Noch einmal hier. Und dann wieder normal. Haben 5 Aktionspunkte, sind in der nächsten Welle. Und jetzt ist der Kollege schon groß geworden. Gut, machen wir einmal so. Diesmal müssen wir wirklich aufpassen wegen Heilung. Nicht, dass unser Kollege, genau der, zu starken Schaden mitnimmt. Jetzt geben wir uns hier Stärke mit. So. Und einmal heilen. Jetzt holen wir uns den Kollegen. Und dann ist er auch gleich weg. Let's go. So. Das ist jetzt gar nicht gut. Da brauche ich eine Bäre. Dann geben wir uns hier Stärke. So. Und jetzt nochmal heilen und dann passt der Hase. Das ist gar nicht gut. Das ist viel zu viel Schaden. Aber der ist weg. Damit haben wir noch eine Welle. Ist die letzte Welle. Ist die 15. Welle. Und die wird anstrengend. 15. Welle. Was ist denn los bei mir? Weil der Level 15 ist. Nein, ist die 6. Welle. Der ist Level 15. Wir holen uns zuerst den. Und jetzt habe ich, glaube, alles richtig gesagt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Kriegt mal mit. Wir heilen uns erstmal wieder. Nee, ich bin heute mal wieder komplett neben der Spur, so ungefähr. So. Au. Nicht cool. Der ist weg. Und dann geben wir dem hier Schwäche. Dann holen wir uns den Kollegen. Das ist gar nicht gut für uns, aber wir heilen uns einmal, dann ist der weg. Das Dumme ist, der kann sich urheilen mit seiner Dreierattacke und er macht das natürlich. Nicht gut. Gut, dass aber hier das hier nur eine Runde hält. Jetzt gebe ich ihm Schwäche. Ich muss mich aber vielleicht, wenn ich Pech habe, muss ich mich nochmal heilen. Oh ja, ich habe Pech. Okay, ich hätte kein Pech gehabt. Egal, ich bin blöd. Ich hätte mich halt nicht mal heilen müssen, weil ich hatte ja schon 2 Aktionspunkte. Aber naja, gut. Hier kriegen wir sie wieder. Hier bekommen wir die ja wieder. Da passt das ja. So, jetzt nehmen wir den Fisch. Den nehmen wir natürlich gerne mit. So, dann nehmen wir das noch mit. Das können wir jetzt gleich öffnen. So. Es stand ja drin, der Bug wird gefixt. Also, dass man. Es stand drin, dass es gefixt wird, dass wenn man im Spießenlauf ist, dann hier drauf geht, dann da, dann hier raus, dass man hier landet. Das wird gefixt, wurde geschrieben. Aber ich zeige euch die andere Möglichkeit jetzt gleich nochmal. Vorher will ich kurz den hier einmal füttern. So. Die andere Möglichkeit ist nämlich noch, wenn ihr jetzt hier seid.
ob jemanden drückt, der eine volle Karte hat oder zum Beispiel der höheres Level braucht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hier, wo einfach nur höheres Level gebraucht wird. Wenn ihr nämlich dort drauf drückt, kommt ihr in da rein. Und da ist der Bug auch ausgelöst, weil da ist das auch noch so ausgelöst. Ist natürlich die Frage, ob das später dann so funktioniert. Weil guck mal, jetzt ist das ja auch so ausgelöst, nur dass man nicht in den Raufen rein kann. Muss ich gucken, ob das dann noch so funktioniert, dass wenn man hier reingeht, dass das wirklich ausgelöst ist. Weil wenn sie das hochpixen, dass das nicht mehr geht, dann ist der Spießumlauf Bug wirklich Geschichte, weil dann ist das wirklich vorbei. Dann gibt es das nicht mehr. Und da müssen wir schauen. Aber da lassen wir uns überraschen. Ich werde natürlich gucken, ob ich irgendwie neue Bugs finde und so, sobald das neue Update rauskommt. Wenn ich neue Bugs finde, sage ich das euch natürlich oder dann zeige sie euch. Und wenn es keine gibt, ja, dann gibt es halt keine und dann gibt es auch nichts zum Zeigen. So. Wir haben wieder 6 Wellen. Bis jetzt sieht es noch entspannt aus, aber es sind ja immer noch die leichtesten Wellen. Das Gute ist schon mal, wenn ich die Gegner jetzt gesehen habe, da war schon mal kein exklusiver Flüsterner Tod dabei. Und ich meine, der exklusive Flüsterner Tod ist halt einer der schlimmsten Gegner so gefühlt. Weil der macht halt echt viel Damage mit seiner Teilattacke. Aber wenn der jetzt nicht als Gegner dabei ist, dann sollte das sogar halbwegs gehen. Den hier holen wir schon mit einer Attacke über die Hälfte weg. Da haben wir auch kein Problem mit. So und so, da ist der weg. Wunderbar. Und jetzt holen wir uns noch den Kollegen hier drüben. Dann nehmen wir einmal die Schwäche noch. Und greifen ihn normal an. Und dann sollte er auch gleich weg sein. Eins. Und zwei, da ist er weg. Sehr schön. Jetzt holen wir uns hier erstmal den Kollegen. Oder doch erstmal. Nee, gehen erstmal auf den. Geben uns jetzt Stärke auf unseren Donnertrommler. Sehr gut, hätte ich überhaupt den gehen können, wäre effektiver gewesen. Naja, gut. Dann heilen wir uns. Nehmen wir nochmal 2 Aktionspunkte mit. Haben in der neuen Welle 3 Aktionspunkte. Gehen mit Schwäche auf den exotischen Flüstern tot, weil hier ist er wieder dabei. Ah, das ist schade, dass er hier wieder dabei ist, ne? Gut. Dann holen wir uns den. Und jetzt gönnen wir uns den Kollegen. Noch einmal angreifen. Dann können wir die Viererattacke theoretisch raushauen. Aber ich wollte eher die Viererattacke vom Sturmschneid, weil ich mich heilen möchte. Schön, dass du uns keine Schwäche gegeben hast. Das ist sehr gut. So, jetzt holen wir uns den. So und so. Der hier steht auch hinten richtig cool rum. Also gar keine Bewegung, Intus und nix. Gut, nochmal hier. Sehr gut, Stärke mit drinne. Jetzt müssen wir wieder zuerst den exotischen Flüsternden Tod holen. Den kriegen wir vielleicht sogar schon mit der Viererattacke vom Donnertrommler dann ziemlich weit runter, weil erstmal greifen wir mit dem Knochenräuber an, da ist er schon mal weit runter. Und dann mit der Viererattacke vom Donnertrommler sollten wir auf jeden Fall nochmal richtig schönen Schaden machen. Ja, und da ist er schon weg. Hat perfekt funktioniert. Jetzt gehen wir auf den rauchverschwundenen Qualmdrachen. Den sollten wir auch nochmal so halbwegs easy wegbekommen. Jetzt können wir uns ja nochmal heilen, damit ist der dann auch weg und dann ist der hier sehr stark angeschlagen. Gut, das ist Stärke, das juckt uns jetzt soweit erstmal noch nicht ganz. Aber das könnte jetzt sehr viel Schaden machen an unseren zornigen Drachen, wenn wir Pech haben. Und wir haben Glück, sehr gut. Weg mit ihm. 4 Aktionspunkte, letzte Welle. Und dann geht man hier einmal wieder Schwäche auf den Kollegen. Und jetzt müssen wir überlegen, ob wir auf die Viererattacke gehen oder was wir machen. Das werden wir gleich sehen. Theoretisch Viererattacke wäre schon sehr geil. Damit ist der nämlich auch wieder weg. Jetzt gehen wir auf den Kollegen. Heilen können wir uns jetzt leider nicht, aber vielleicht reicht es ja noch. Mit der jetzt... Ah, Mist, jetzt geht auf den. Ah, gut. Wir gucken. Wir kommen durch. Wir sollten durchkommen auf jeden Fall. Ah, der ist leider noch weg. Okay, gut. Geben wir dir Schwäche. Greifen wir dich normal an. Sollte fast schon ausreichen. Ja, fast halt. Gut, dann heilen wir uns jetzt. Dann sollte es auf jeden Fall kein Problem geben. So, damit ist der weg. Und jetzt haben wir noch einen Gegner. Ist noch der letzte Gegner. Und dann haben wir den nächsten Kampf auch gewonnen. Dieses Mal, ich glaube, sogar auch ohne Items. So, einmal so und einmal so. Jetzt nochmal 2 Attacke vom Sturmschneid. So, genau die. Und da haben wir gewonnen. Sehr, sehr nice. Wunderbar. So, ein Thema am Glücksrad und wir bekommen... Hüsch, 125 Millionen. Wunderbar.
Nehmen wir mit. Dann drehen wir hier und es gibt 125 Millionen Holz. Auch sehr gut. So. Dann nehmen wir das mit. Und. Okay, Champion Treiberstachel ist in Ordnung. 200 Runen, sehr schön. Nehmen wir gerne mit. Und den letzten Kampf, den machen wir dann morgen. So, nehmen wir das mit. An der Stelle noch viele Grüße an Dragon Gamer. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ciao, ciao, Leute.